Wir können es nicht oft genug betonen, wieso das Kernlochmaß beim Gewindebohren so wichtig ist. Die Vorbohrung beim Gewindebohren machst du so Pi mal Daumen, dann kann das der Grund dafür sein, warum das mit dem Gewindeschneiden bei dir einfach nicht so gut klappt. Ein falsches Kernlochmaß verursacht nämlich viele Probleme. Die Gewindegänge sind dann nicht richtig ausgeprägt und die Oberfläche vom Gewinde wird nicht schön sauber. Außerdem sind zu kleine Kernbohrungen echt anstrengend für den Gewindebohrer. Der bricht dann gerne mal ab. Katastrophe. Deswegen ganz wichtig, investier vorher lieber ein bisschen Zeit und such die richtigen Werte aus der Tabelle raus. Dann sparst du dir nämlich eine ganze Menge Ärger.